Alljährlich im Frühjahr verenden vor allem in Maisanbaugebieten zahlreiche Bienenvölker. Wahrscheinliche Ursache dieses Bienensterbens ist ein Insektizid, mit dem der Mais vor der Aussaat gebeizt wird. Wie hoch die Schäden sind, wird derzeit untersucht. Die Oppositionsparteien, Wissenschaftler und Imker fordern jetzt ein Verbot dieses Pflanzenschutzmittels mit dem tödlichen Insektengift Clothianidin. Ein Verbot, das es in anderen Ländern längst gibt. Dagmar Wohlfahrt weiß mehr. Auch heuer wieder mussten viele Imker ihren Bienen beim Sterben zusehen. Die meisten der vergifteten Bienen schaffen es nicht zurück zu ihrem Stock, sondern verenden bei der Futtersuche. Auch 2011 dürfte, wie in den vergangenen Jahren, für das Bienensterben im April und Mai der mit einem Insektengift behandelte Saatmais verantwortlich sein, der sogenannte gebeizte Mais. Der Präsident der österreichischen Erwerbsimker hat seine Bienenstöcke hier in den Donauauen in Niederösterreich. Er selbst hat keine Ausfälle zu beklagen, weiß aber von zahlreichen anderen Imkern, dass auch in diesem Frühling wieder viele Bienenvölker verendet sind. Aufgrund von insektizidgebeizten Mais gibt es Schäden in den Gebieten, wo Intensivmaisbau ist, wo ganz einfach durch die Einwirkungen dieser Maisbeizenbienen zu Schaden kommen und sterben. Wie viele Bienenvölker heuer genau betroffen sind, wird von der AGES, die die Ursachen des Bienensterbens im Forschungsprojekt Melissa untersucht, noch nicht bekannt gegeben. Die extreme Giftigkeit des Insektizides, mit dem der Mais behandelt wird, ist jedoch bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen, weiß auch der Bienenforscher. Es ist wissenschaftlich ein Faktum, dass zum Beispiel Neonicotinoide, Beizmittel, Bienen letal sind. Das ist keine Diskussion mehr. Die Problematik ist nur, dass man diese Beizmittel zugelassen hat. Überall dort in Österreich, wo der Mais in Monokultur angebaut wird, gibt es seit rund 15 Jahren den aus den USA eingeschleppten Maiswurzelbohrer. Dieser Schädling kam wahrscheinlich im Zuge der Balkankriege mit Hilfslieferungen aus den USA und verbreitet sich seither über ganz Europa. Der Maiswurzelbohrer schädigt die Wurzeln der Maispflanze und führt zu großem wirtschaftlichen Schaden. Die Bekämpfung dieses Schädlings wäre jedoch ganz einfach, durch die Einhaltung der Fruchtfolge. Also, dass nach dem Mais im darauffolgenden Jahr eine andere Pflanze angebaut wird. Es ist kein einziges Gramm von dem Gift notwendig, um zum Beispiel den Maiswurzelbohrer zu bekämpfen. Trotzdem werden Tonnen eingesetzt. Wenn man rechnet, es werden Tonnen eingesetzt und 4 Nanogramm von dem Mittel töten schon eine Biene, also ein Insekt in der Größe einer Biene. 4 Nanogramm, das ist ein 4 Milliardstel Gramm, also eine unvorstellbare Giftigkeit hat dieses Mittel. Das ist natürlich verantwortungslos. Wird die Fruchtfolge nicht eingehalten, muss die Chemie zum Einsatz kommen. Seit einigen Jahren wird das Maissaatgut mit dem Insektengift Clothianidin aus der Gruppe der Neonicotinoide gebeizt, also behandelt und dann ausgesät. Der sogenannte Abrieb dieses Insektengiftes, hier ganz deutlich noch im Sack zu sehen, wird bei der Aussaat oft weit verstreut. Zwar müssen die Landwirte bei der Aussaat strenge Sicherheitsvorkehrungen beachten, doch das ist oft sehr schwierig. Und viele Landwirte dürften auch dieses Jahr diese Vorschriften nur unzureichend beachtet haben. Es ist so, dass es offensichtlich von manchen, von Einzelnen nicht zu einer richtigen Anwendung gekommen ist. Das gehört ausgemerzt. Es ist ja gerade so, dass die Landwirtschaftskammern es übernommen haben, die Bauern zu beraten, wie sie das Mittel richtig anwenden können. Und das hat ja auch funktioniert in vielen Bereichen. Wie man heute weiß, wirkt nicht nur der Abrieb des Insektizides giftig, sondern es gibt noch andere negative Auswirkungen. Die Stäube bei der Aussaat, das ist nur eine der Vergiftungswellen. Es gibt die zweite Vergiftungswelle, zum Beispiel ist das Skutationswasser, das Schwitzwasser der Keimlinge, der Jungpflanzen, sind auch absolut insektentödlich. Die nächste Vergiftungswelle sind die Pollen, also wenn die Pflanzen blühen. Und die vierte Vergiftungswelle sind die Nachkulturen. Ich habe jetzt zum Beispiel Mais, gebeizten Mais gehabt und sehe, ich weiß nicht, Raps zum Beispiel nach. Im Rapspollen kann ich das Gift noch immer nachweisen. In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern ist mit Clothianidin gebeizter Mais schon lange nicht mehr zugelassen. Alle drei Oppositionsparteien und die SPÖ fordern ein sofortiges Verbot der Maisbeizung. Doch der Landwirtschaftsminister will noch zuwarten. Nikolaus Berlakovic lässt sich vor der Kamera gerne von Bienen umschwärmen. Ein Verbot des bienentödlichen Insektengiftes schmeckt ihm allerdings noch nicht.
Ich bin nicht dafür, dass man rein auf Gerüchte oder auf Vermutungen sagt, das oder jenes ist schuld, sondern das soll objektiv erhoben werden. Das ist ja der Sinn dieses Forschungsprojekts, deswegen machen wir das ja. Und dann, wenn die Ergebnisse alle auf dem Tisch liegen, dann werden die Konsequenzen daraus gezogen. Ich denke, dass dieses hochgiftige Mittel sofort verboten gehört und nicht erst dann, wenn eine Studie 2012 darauf kommt. Je länger bei der AGES untersucht und geforscht wird, umso länger bleibt das Insektengift am Markt. Und das freut natürlich die Chemiekonzerne, die mit den Beizmitteln hohe Gewinne machen. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass die Chemieriesen das Forschungsprojekt Melissa der AGES mitfinanzieren. Der Landwirtschaftssprecher der Grünen, Wolfgang Pirkelhuber, hat mittels parlamentarischer Anfrage vom Landwirtschaftsminister erfahren, dass die Hersteller der Beizmittel das Forschungsprojekt Melissa zu 17%, das sind rund 100.000 Euro, mitfinanzieren. Die Imker Österreichs finden, dass schon lange genug untersucht wird und wollen eine rasche Entscheidung. Das kann unserer Meinung eigentlich nur bedeuten, dass es ein Verbot dieser Beizen gibt, weil das ist die einzige Möglichkeit ist, um nachhaltig Schäden zu vermeiden. Bienen haben mit den Imkern eine Lobby, die übrigen Insekten allerdings nicht. Der Bienenforscher Stefan Mandl ist auch der größte Bio-Imker Österreichs. Er ist davon überzeugt, dass das, was den Bienen schadet, auch für alle anderen Lebewesen nicht gesund ist. Es geht nicht so sehr um die Bienen. Im weitesten Sinne geht es um die Insekten und vor allem letzten Endes geht es um uns Menschen, die wir eben eigentlich dieser unnötigen Giftbelastung ausgesetzt sind. Und dass da die Menschen eigentlich so still sitzen und nichts machen und ja, ist halt so, das wundert mich sehr.